Heute ist Pizza-Freitag bei uns. Oh, Pizza-Freitag. Das klingt Pizza-Freitag. gut. Es gibt immer den Themenfreitag und Kinder Ah. dürfen dann den Teig kneten und die Soße rühren und wird alles schön selber belegt. Jeder darf sich entscheiden, was er drauf haben möchte. Und Oh, das ist toll. genau. Thementage kenne ich noch aus der Kita damals. Meine Kinder sind ja schon ein bisschen größer. Der Größte wird jetzt 18 im April und der Jüngste 9 diesen Monat, nächste Woche. Und da gab es auch immer Müsli. Also Montag war Müsli-Tag und Freitag war, glaube ich, Brottag und dann gab es einen Brötchentag. Also das finde ich total toll, so Thementage. Wie viele Kinder hast du denn? Ich habe zwei Kinder, die sind jetzt 4 und 6 Jahre alt. Oh, und oh, da haben die bestimmt richtig Spaß an so Pizza machen, ne? Genau. Und die Thementage helfen ja den Kindern auch, sich an die Wochentage zu erinnern. Ja, das Deshalb hat wussten ja die der ja auch immer. Kindergarten das, ne, dass die wissen, Montag, Dienstag, Mittwoch, so merken sich die Wochentage. Genau, das war auch super. Die wussten immer, was ist denn heute dran, was darf ich denn mitnehmen und so. Das ist super schön. Ja, und hat gleich einen Lernprozess mit dahinter. Das sind immer so die kleinen Dinge, die so unscheinbar sind und trotzdem so eine große Wirkung auch haben, ne? Ja, super spannend. Ja, bei uns dauert das hier dann etwas länger, wenn wir alle Pizza machen würden. Machen wir relativ selten tatsächlich, weil wir 6, 7 Leute dann hier sind. Da kannst du dir vorstellen, der Backofen ist dann dauerbesetzt, ne? Da müssen wir in Etappen essen. Ja, das stimmt, ja. Aber das machen wir auch total gerne selber. Und was wir eingeführt haben, jetzt sind meine Mittleren ja schon relativ groß, also 12 und 14. Die dürfen jetzt, weil so langsam gehen uns auch die Bespaßungsideen hier aus, muss ich sagen. Die dürfen jetzt einmal in der Woche jeder kochen. Oh, schön, toll. Also dann gucken wir mit denen zusammen nach einem Rezept und dann dürfen die auch mit zum Einkaufen, weil wir versuchen schon, die nicht so viel mitzunehmen da draußen, ne? Dann dürfen sie einkaufen und dann schauen wir natürlich so ein bisschen drüber und unterstützen. Aber das machen die richtig super und dieses Strahlen, ne? Sie haben Ja. gekocht für die Familie. Das ist so toll. Ja. Und ja, jetzt sind wir ja schon bei deinem Super. Thema total drin. Ich erzähle noch mal kurz für unsere Morning-Zuschauer. Also wir beide sind in einer Business-Community und haben uns entschieden, an der Und Action Challenge teilzunehmen und ein Beta-Produkt, ein Beta-Kurs in unserem Fall zu erstellen. Das heißt, es ist eine Testversion, wo du als Teilnehmer, Teilnehmerin aktiv dieses Kursgeschehen mitgestalten kannst. Und das eben zu einem stark vergünstigten Preis. Später wird es dann teurer. Und wir bitten im Gegenzug dazu um ein Feedback, damit wir das eben für die zukünftigen Teilnehmerinnen und Teilnehmerinnen optimieren können. Denn ohne unsere Kundenstimmen, da wirst du mir ja zustimmen, können wir ja einfach unsere Produkte nicht anpassen an die Bedürfnisse. Genau, ja, richtig. Genau, wir können ja Ja. auch nicht in die Glaskugel gucken. Auch wenn wir selber Mamas sind, ist das Genau. eben doch nochmal eine andere Wahrnehmung, ne? Ja, und eine andere Perspektive, so wir aus Ja. unserer Expertenblase, ne, jetzt du ja als Ja. Ernährungsberaterin, aber du erzählst uns gleich ja noch genau, was du Schönes machst. Und ich als Aromaexpertin und Heilpraktikerin für Psychotherapie, wir haben so eine Idee, was könnten denn unsere Kunden und in meinem Fall Klientinnen brauchen? Dann machen wir da ein schönes Angebot. Aber ob die das dann auch wirklich brauchen und ob die vielleicht noch ein anderes Bedürfnis haben, da brauchen wir eben diese Mitgestaltung in so einem Kurs und das Feedback. Richtig. Ja, und nicht nur wir beide haben einen Beta-Kurs auf den Weg gebracht, sondern über 100 Chis. Und ich habe den Link hier auch schon mit reingestellt. Da könnt ihr mal schauen. Es gibt die Kategorien Familie, Gesundheit, Tiere, Persönlichkeitsentwicklung, Marketing. Also ein buntes Potpourri. In welcher Kategorie finden wir deinen Kurs? Bei Familie. Ah, da bin ich Bei der auch. Familie. Familie Genau. ist heute am Start. Ja, Ja. super. Und jetzt erzähl uns doch sehr gerne mal, Janette, was machst du genau beruflich und was ist dein Beta-Kurs? Also beruflich bin ich noch in Teilzeit Buchhalter und habe aber mein Herz an die Ernährung verloren. Im Prinzip aber vorgegeben, weil bei mir 2008 eine Sorbitol-Unverträglichkeit festgestellt wurde und ich Ah. mich mit dem Thema Ernährung beschäftigen musste. Mein Körper hat es mir quasi aufgezwungen.
Und je mehr man sich eben mit dem Thema Ernährung beschäftigt, desto mehr kriegt man ein Verständnis dafür, was die Ernährung, welchen Stellenwert es auf den Körper hat, auf meine Psyche, auf das ganze Wohlbefinden. Und dass eben das Bewusstsein auch wirklich da ist, dass man mit der Ernährung einen Einfluss hat, wie sein tägliches Leben eigentlich auch aussieht. Und das Wohlbefinden am ganzen Ende, ne? Und wenn man das weiß, dass man das eben damit beeinflussen kann, ist man nicht mehr Opfer eventuell, sondern man hat es eben wirklich in der Hand, kann das Ganze proaktiv gestalten und kann dem eben ja als Bildhauer des Lebens entgegentreten. Ne? Genau. Genau, und daraufhin habe ich jetzt eben einen Kurs entwickelt. Meine Zielgruppe sind eben Mamas, weil eben die Ernährung auch das Fundament wird in der Kindheit gelegt. Also eigentlich schon während der Schwangerschaft, aber wir sind jetzt schon mal alle schon mal mit Kindern da. Also wenn man zeitig genug anfängt, man kann aber auch immer noch korrigierend eingreifen, ist es nie zu spät. Dann hat man eben eine gute Basis für die Kinder gelegt, dass es im Erwachsenenalter auch da weiter gut mit der Ernährung funktionieren kann. Also man hat es schon mal gut gestellt, die Weichen, sage ich jetzt mal. Und da hat man eben als Mama einen Einfluss drauf und eben auch in der Vorbildfunktion. Und deshalb habe ich den Kurs entwickelt. Der ist jetzt erstmal so ein Basiskurs, wo man eben lernt, dass man erstmal als Eltern eine Vorbildfunktion hat, dass man eben auch auf sich selbst erstmal schauen muss, was esse ich, wie verhalte ich mich, wie gehe ich mit Lebensmitteln um. Wie meine Einstellung dazu. Dann das zweite Modul ist quasi die Grundlagen der Ernährung. Was braucht zum Beispiel das kindliche Gehirn fürs Wachstum? Was fördert das Omega-3, Omega-6? Wo ist das enthalten? Wie kann ich das gut in den Tag integrieren? Solche Sachen. Dann kommen wir zur Planung, weil ohne Planung kann ich auch nicht einkaufen gehen im Supermarkt und Ja, oder es kommen merkwürdige Dinge dann in den Warenkorb, ne? oder das, genau. Was gekauft wird, wird auch gegessen. Das ist die Ja. Faustregel. Was zu Hause landet, wird auch gegessen. Also vorher schon im Supermarkt überlegen, was kommt in den Warenkorb rein? Möchte ich das wirklich haben? Und ja, genau. Also von daher die Planung, damit ich auch zweimal Fisch in der Woche wirklich esse mit den Kindern. Wenn man es nicht plant, Schall und Rauch. Man Ja. isst die Woche rum und sagt sich, huch. Ja, Jetzt ich doch wollte nicht mehr. doch, ne? Und Genau. hätte eigentlich und so, ja. Genau. Und dann kommen wir noch zum letzten Modul, weil ohne Praxis und ohne Umsetzung kann es nicht funktionieren. Deshalb da noch Tipps und Tricks, wie man das Ganze in der Küche integriert, dass man auch eine Zeitersparnis hat mit beim Kochen. Schon durch die Planung hat man ja eine Zeitersparnis, vor allen Dingen Ja. auf dem Kopf. Nervig, Ja. dass man sich ständig überlegt, was koche ich heute Abend? Das zieht so viel Ja, Energie. und dann mischt man da irgendwas zusammen, ne, irgend aus der Ja, Not, das ist genau, weil man nicht nicht alles im gut. Kühlschrank hat, zum Beispiel. Ne? Ja. Ja. Ja, und gerade für Mamas ist ja dieser Zeitfaktor auch wichtig, ne? Und das kann ja dann schon Stress bedeuten, wenn du da irgendwie den ganzen Tag nur überlegst, Gott, was koche ich denn jetzt? Wie mache ich denn das? Und am Ende wird dann irgendwo rangefahren, sag ich mal. Kann Genau. ja auch dazu führen, ne? Wenn ich nicht Kann alles auch da sein, habe, ja. dann sei auch komm, ne? Ja, genau. Wir wohnen ja in Berlin, dann ist es wahrscheinlich der Döner. Ja, wobei der Döner in Berlin, da gibt es sehr, 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 sehr leckere Läden. Ja, Gibt es gute, ja. Berlin ist für mich kulinarisch tatsächlich ein Problem. Meine bessere Hälfte kommt ja aus Berlin und wenn wir da sind, dann bekomme ich immer wieder, also deswegen sehe ich auch so aus, wie ich aussehe, ne? Das ist ja auch kein Geheimnis, ich weiß, wo das herkommt. Ich bewege mich leider zu wenig. Ich habe da immer wieder gute Ansätze, aber es ist halt schwierig. Und dann sind wir eine Genießerfamilie und jedes Mal, wenn wir in Berlin sind, gut, was wir jetzt schon eine Weile nicht waren, ne, aus gegebenen Gründen, aber dann werde ich immer in ein neues Restaurant geführt und da gibt es ein Sushi. Also meine Tochter, die kann dir in Berlin geografisch weiterhelfen anhand von zu empfehlenden Restaurants. Ja, Schön, also sie weiß, in toll. Neukölln gibt es das beste Sushi und da gibt es hier, wir haben ein ganz tolles asiatisches Restaurant da. Berlin ist für sie eine kulinarische Hochburg.
Schön, toll. Da können wir uns ja nochmal austauschen, weil ich komme nämlich aus Ja. Neukölln und von Ach, daher. Mensch, so klein ist die Welt. Richtig, richtig, genau. Unglaublich. Ja, aber das auch da kann man ja achtsam sein, wenn man auswärts isst. Ne? Das ist ja, und mal ein Döner, da wirst du mir wahrscheinlich zustimmen, ist jetzt nicht das Problem, sondern die allgemeine Haltung, ne, wie stehe ich überhaupt zu Ernährung und auch Trinken, das ist ja auch immer ein Thema. Ich sage ja meinen Kindern immer, wenn sie Kopfschmerzen haben, mit deinen sind ja noch ein bisschen jünger, 4 und 6, da hast du jetzt mit Homeschooling wahrscheinlich noch nicht so viel am Hut gerade. Gott sei Dank, ich sag's dir. Ich bin ja hier voll im Homeschooling-Thema und auch sonst, wenn die Schule hab, kommen sie nach Hause, sagen sie, oh, ich habe so Kopfschmerzen. Meine erste Frage ist immer, wie viel hast du denn getrunken? Richtig, genau. Da kommt auch so die Krankenschwester in mir durch. Das frage ich Patienten auch, ne? Wenn die kommen, oh, niedriger Blutdruck, Kopfschmerzen, wie viel haben sie denn heute getrunken? Dann zücke ich immer gleich die Flasche. Ah, sagen die, oh Mama. Ne, oder was ich auch erzähle, und deswegen ist es so wichtig, dass du das Fundament legst mit deinem Basiskurs. Du hast ja gesagt, das Gehirn braucht Nahrung. Unser ganzer Körper darf genährt werden, möchte genährt werden. Die Frage ist, mit was? Ne, mit leeren Richtig. Kalorien oder mit guten bioverfügbaren Stoffen, ne? Und dann frage ich die Kinder auch immer, wenn ihr lernen wollt, wenn ihr euch in der Schule konzentrieren wollt, was braucht denn euer Gehirn? Das braucht Nahrung, also Frühstück. Wenn die älter werden, dann gehen die immer ohne Frühstück aus dem Haus. Ich sage, Freunde, ihr könnt doch nicht bis mittags da in der Schule sitzen, nichts gegessen haben, nichts getrunken, da kommt das Wasser wieder, ne? Genau. Und dann erwarten, dass ihr irgendwie in der 5., 6. Stunde noch was mitkriegt. Also Ja. das, in diesem Monolog sehe ich mich schon seit Jahren. Und als die klein waren, muss ich tatsächlich sagen, wir hatten ja vorhin Thementag, ne? Heute ist Ja. Pizzatag und in Genau. der Kita hatten meine Kinder auch diese Thementage. Da wussten die 1a, was wann wie wo dran ist und die sind da auch ganz anders mit umgegangen. Leider ist uns das zu Hause irgendwie dann verloren gegangen, muss ich ja mal zugeben. Heute kochen sie, wie gesagt, auch selber. Einmal in der Woche dürfen sie. Und das ist so deren Highlight jetzt auch gerade. Haben das ja Verantwortung übernehmen. Und wenn sie klein sind, nur mal irgendwie was mitschnibbeln oder raspeln, ne? Oder umrühren. Das reicht ja auch schon. Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl wird Ja, doch. alles gefördert Ja, dadurch. Kreativität. Toll. Ich habe was Ja. erschaffen, ne? Ich habe so einen Geschmäcker. Salat erschaffen oder Ja. was auch immer, ne? Das ist so viel, deckt das ab. Ja. Ja. Richtig, genau. Jetzt bin ich ein Mensch, ich mag nicht kochen. Ich bin hier auch nicht der Kochpart. Ich bin sehr froh, dass das mein Schatz macht, muss ich ja sagen. Vielen Dank an der Stelle nochmal. Okay. Meine Kinder hatten auch, als ich noch kochte, hier vor 6, 7 Jahren ein anderes Gewicht als heute, muss man mal sagen. Die Aha, waren eher okay. untergewichtig und der Kinderarzt sagte, sie dürfen ihnen auch was zu essen geben. Das lag wahrscheinlich an meinen nicht vorhandenen Kochkünsten. Das ist nicht meins, ne? Ich gehe da auch nicht auf, das ist für mich nicht meditativ. Aber in der Aromaküche, denn da können wir ja auch was mit den ätherischen Ölen machen, mit der Aromaküche. Und auch im Krankenhaus, ich bin ja von Hause aus Krankenschwester, so was Appetitanregen angeht, da gibt es ja bestimmte Düfte, Öle, mit denen wir es machen können, so Zitronensäckchen irgendwie in die Wangentasche, wenn jetzt jemand keinen Appetit hat und alles Mögliche. Allerdings sind die Öle ja noch mal viel, viel stärker. Wir dürfen immer nur einen Tropfen nehmen. Das können wir jetzt nicht mit dem Rosmarin vergleichen, den wir ins Essen frisch hacken und dann streuen. Mehr als einen Tropfen Rosmarin kann ich da auch nicht empfehlen. Ja, also super Basiskurs, gesunde Ernährung für Kinder und ist aber nicht irgendwie altersmäßig jetzt bei dir begrenzt. Ist für alle Mamas, egal wie alt die Kinder sind. Im Prinzip ist es für alle Mamas. Ich hatte jetzt schon eine Anmeldung gehabt, wo das Kind noch nicht 1 Jahr alt ist und die Begründung ist eben, sie möchte das so früh wie möglich lernen, um Macht ja eben Sinn. das Kind darauf vorzubereiten. Und man kann auch das nur sagen, dass man so früh wie möglich auch mit Geschmäckern eben umgehen Ja, sollte, dass ja. man eben auch das Kind nicht nur an eine einseitige, dass man eben auch mal ein bisschen vielleicht auch Kreuzkümmel reinmacht oder was anderes oder Petersilie oder
Kümmel im Deutschen, was auch immer, dass eben das Kind wirklich merkt, es gibt mehr als eine Geschmacksrichtung und es muss jetzt auch nicht immer nur die italienische Tomatensoße sein, sondern man kann es auch mal mit Curry machen, mit Curry. Ja, Zum Beispiel. oder auch Schon mal hat so man ganz direkt was spannende Geschichten, anderes. ne? Genau, und Irgendwie so das Kind, salzig-süß. ja, im Ayurveda gibt es ja 6 Geschmacksrichtungen, wo man Genau. sich dran orientieren sollte, dass die alle im Essen drin sind. Also von daher, genau, also man sollte schon so früh wie möglich anfangen, dass das Kind da auch flexibel ist, wenn man mal Ja. auswärts essen geht, dass es nicht nur Pommes und Schnitzel ist, sondern vielleicht auch eine Richtig. kleine Portion von den Erwachsenen mitessen könnte. Ja. Ja? Ja, Also warum von nicht, daher, ne? man macht sich so einfach dann im Nachgang, wenn man vorher schon eine gute Basis hat und das auch konsequent umsetzt. Und man muss auch sagen, ich weiß nicht, wie es nachher bei den Aromen ist bei dir. Also es dauert schon so 10 bis 15 Mal Wiederholungen, bis sich ein Kind auch an den Geschmack Ja, gewöhnt. ja, Also man ja. kann das jetzt nicht erwarten, dass es das gleich von Anfang an mag. Von daher immer dranbleiben und auch das immer wieder mit anbieten und dann die Wiederholung macht's. Auf jeden Fall. Und Geschmack verändert sich ja auch. Na, also was wir vielleicht im Kindesalter nicht so mochten, mögen wir dann im Erwachsenenalter. Und auch da kann es ja mal wieder sein, dass wir so einen Jieper haben auf Bananen oder was auch immer. Und dann mögen wir sie auch wieder eine Weile nicht. Das darf sich ja auch verändern. Aber die Devise hier ist auch immer, probier ja erstmal. Und vielleicht schmeckt es ja auch beim nächsten Mal anders, wenn man vielleicht nur ein anderes Gewürz, eine andere Kombination auch an Lebensmitteln nimmt, dann schmeckt das ja schon wieder anders. Das finde ich super wichtig. Und das ist bei den Ölen genauso. Also viele Kinder tatsächlich schon können die Naturgerüche nicht erkennen. Das liegt unter anderem daran, und eigentlich ist meins dann auch so eine Basis und so für Nachhaltigkeit. Eltern sind die Vorbildfunktion, logisch. Denn was ich koche oder jetzt in meinem Fall, was ich denn so an Reinigungsmitteln habe, an Pflegeprodukten, vermeintlichen Pflegeprodukten, was ich mir da so auf die Haut schmiere. Das ist ähnlich belastet wie unser Essen heutzutage, ne? Also wir haben es mit Hormonzusätzen zu tun, nicht nur im Fleisch, auch in der Kosmetik und Shampoo, Babypflege. Das ist alles ja nicht unbedingt Natur, was da drin ist. Da darf man wirklich mal hinten drauf schauen. Und auch synthetische Zusätze. Das ist so ähnlich wie das Glutamat im Essen, wo wir ja zwar Geschmack haben, aber wir können dann gar nicht mehr die natürlichen Lebensmittel können wir dann Richtig. irgendwann nicht mehr erschmecken. Das braucht eine Weile, bis sich unser Gaumen wieder daran gewöhnt hat. Und wenn wir dann zum Beispiel mal was sehr Zuckerhaltiges essen oder trinken, dann denkst du, boah, was ist das denn? Diesen Effekt hat man auch mit Aromatherapie, wenn man eben Kinder von Anfang an natürlich, wirklich natürlich pflegt, und da ist weniger mehr. Na, also manche schmieren die ja auch morgens und mittags und abends ganz Körper ein mit so einer Babylotion. Das ist ja gruselig. Das ist überhaupt nichts für die Haut. Dann kleistern wir die Haut zu, ähnlich wie wenn wir zu viel Make-up im Gesicht haben, ne? Dann kann die nicht atmen. Viele verbinden ja Aromatherapie oder ätherische Öle mit Schnuppern. Ja. Es ist Schnuppern, aber es ist so viel mehr, weil sonst hätte ich keine 2 Jahre Weiterbildung dafür machen brauchen. Könnten wir das ganz schnell abhaken. Und wir haben in der gesamten Haut Riechsinneszellen. Das wissen viele gar nicht. Und jetzt kleistern wir uns die zu mit irgend so einem Öl, ne? Also synthetischen Öl. Dann sind da noch synthetische Duftstoffe drin. Und das verändert auch beim Essen unser Geschmacksempfinden. Das ist unglaublich, was es mit uns macht. Und da auch eben wir Mamas, mit was putzen wir denn? Ne? Manchmal braucht es einen aggressiven Reiniger. Ja, manchmal braucht es auch die Schulmedizin. Ich bin ja Krankenschwester. Also das ist ja immer von bis geht das ja. Es ist ja ein Kontinuum, in dem wir uns bewegen. Und Ernährung funktioniert auch nur bis zu einem gewissen Grad bei Erkrankungen. Aber wir können damit intervenieren und was machen, indem wir einfach einen bewussten, achtsamen Umgang schon mal unseren Kindern auch mitgeben. Auch für die Umwelt. Das ist bei der Ernährung, wie wird Getreide angebaut, ne? Was für Produkte verwenden wir? Wie gehen wir mit den Tieren um, wenn wir uns denn entscheiden, Tiere zu essen oder auch nicht? Und wie müssen wir uns dann ernähren? Ne? Was braucht der Richtig. Vegetarier? Was braucht der Veganer? Das ist das Identische eigentlich. Das sind auch Ressourcen unserer Umwelt.
Auf jeden Und Fall. wir Unserer geben Kinder. unseren Kindern da eben mit, wie gehen wir mit der Umwelt um, wie gehen wir mit uns selber um, was sind wir uns wert, an Essen auf den Tisch zu bringen und auch an Pflegeprodukten. Jeder darf sich pflegen, jeder darf natürlich duschen. Hygiene ist ein großes Thema. Handwäsche, das ist ja gerade in unserer Zeit jetzt ein super wichtiges Thema. Aber es ist die Frage, womit wasche ich mir denn meine Hand, meine Hände, ne? Und Ja. ja, wir machen so viel gegen unsere Natur und da setze ich eben an und auch beim Homeschooling-Thema. Mein Beta-Kurs Duftezeiten für Kids war ein Selbstlernkurs, der auch super gelaufen ist als Selbstlerner. Ich habe aber festgestellt, ich möchte jetzt gerade den gestressten Mamas, die so wie ich gehöre dazu, also auch aus meinem Bedürfnis heraus habe ich das gemacht. Wir sitzen jetzt fast ein Jahr hier, fast durchgehend im Homeschooling und ich werde auch langsam wahnsinnig, muss ich mal sagen, weil ich ja auch noch arbeite, so ab und zu mal, sei es im Krankenhaus oder hier jetzt. Und ich habe ein Homeschooling oder ein Kita geschlossen, sein Homeschooling-Special mit reingebracht, auch so ein bisschen mit Chakrenlehre. Es geht bei mir mit den ätherischen Ölen, Schwingungstheorie ja auch so in die spirituelle Ebene. Und ich habe beobachtet, auch so bei den Entspannungstherapeuten, die ich ausbilde, wir sind uns da relativ einig, dass wir mit den Chakren, mit Energieblockaden in Zukunft mehr zu tun haben werden, leider. Weil diese Zeit, die macht ja was mit uns und mit den Kindern sowieso. Das Ja, dürfen wir nicht richtig. unterschätzen. Das macht total was mit den Kindern. Und so im Bereich Kehlchakra, Kommunikation durch diese Maske, die wir ja tragen. Und den Kindern fehlt das Mundbild, wo du ja bei der Vorbildfunktion bist, bei diesem Nachahmen, die ahmen uns nach. Ihnen Richtig. fehlt jetzt ganz viel Gesichtsmimik, Gestik. Gerade kleinen Kindern, ne, die jetzt geboren werden und die darauf angewiesen sind, ne, Emotionen im Gesicht abzulesen, ist ganz viel weg. Und auch so das Thema Urvertrauen, Vertrauen in die Natur, ne, die spielt eine Rolle. Und das schauen wir uns eben ganz genau an. Einmal die Basics auch. Was sind denn ätherische Öle? Wie wirken die? Es ist nämlich so viel mehr als nur Schnuppern. Dann, super wichtig, die Don'ts, die Öle, die wir eben nicht für Kinder verwenden dürfen. Genau, haben wir ja schon am Anfang schon drüber gesprochen. Also wir Ja, haben ja vorher schon mal ja, geplauscht, das ja. Kampfer, das Thymol, ne, was ja auch Genau. Krämpfe bei Kindern auslösen kann, Richtig. Bronchialcreme drin ist. Genau. Ne, und nicht alles, was da im Supermarkt steht, ist so natürlich, wie es angepriesen wird. Das hat auch rechtliche Hintergründe, dass bestimmte Begriffe nicht geschützt sind oder eben nur Belastungsuntergrenzen definiert sind von Pestiziden, von Toxinen. Und da möchte ich einfach so einen Aufklärungsbeitrag leisten und dass so ein nachhaltiges Bewusstsein geschaffen wird, dass die Natur schon alles für uns bietet, auch im Ernährungsbereich, ja. Und wir schauen dürfen, aus einem ganz großen Potpourri auswählen dürfen, mit was wir uns denn nähren, äußerlich und innerlich. Und dann haben wir noch das vierte Modul bei mir, also einmal die Basics, dann die Don'ts, dann das Homeschooling-Kita-Geschichten und das vierte Modul ist auch ein Extra jetzt im Live-Durchgang mit Konzentration und Entspannung. Denn wenn wir uns nicht Entspannungszeiten, Auszeiten gönnen, auch die Mamas sind da wieder angesprochen, da sind wir auch Vorbildfunktion. Wenn wir durchpowern und das von unseren Kindern erwarten, ja, dann liegen wir hier alle mit Burnout. Wir brauchen Regeneration, so wie wir Wasser brauchen und Essen, um leistungsfähig zu bleiben, um uns konzentrieren zu können. Und da habe ich so kindgerechte Mini-Entspannungen, aber auch so Bindungsrituale für die Mama für sich selber. Mama und Kind, Mama und Partner, Partnerin. Ja, genau. Das wird es dann so in meinem Kurs geben. Also nochmal so ein besonderes Augenmerk auch auf die Natur. Und ja, Anmeldeschluss ist bei mir der 18.2., denn es gibt ja noch zwei Boni bei mir, den Basiskurs, damit wir schon mal gut reinstarten können und das Journal, denn du hattest ja was von Transfer erzählt in den Alltag. Bei dir ist das vierte Modul ja auch Tipps und Tricks, dass sie in die Umsetzung kommen. Das ist bei mir auch wichtig, deswegen gibt es was zum Schreiben mit, wo man dann eben auch Rezepte, wäre auch was für dich, ne? Rezepte aufschreiben und dass man wirklich loslegt. Sonst konsumieren wir ja, das ist schön, Videos angucken und alles, aber bei dir muss man dann auch in die Küche gehen oder davor eben einkaufen gehen, sonst wird das nichts. Ja. Und bei mir muss man auch in die Umsetzung kommen und wird das nichts.
Das stimmt. Die Umsetzung ist dann der Endpunkt. Aber ich muss auch schon sagen, das Wissen, was man sich ja vorher schon angeeignet, also während des Kurses angeeignet hat, ist ja quasi schon, wer weiß, was er weiß, der wird Ja, nicht mehr beeinflusst, ne? Dann kann das man stimmt. vielleicht im Supermarkt oder auch in der Drogerie schon mal sagen, stopp, ich habe das bei Andrea gehört, ich lese jetzt mal hinten drauf. Das ist ja auch ein Prozess. Also man sollte sich da jetzt auch Ja. nicht zu viel, wie soll ich denn jetzt sagen, Na, zu deswegen ist es viel ja auch verbuchen. Basis. Manche möchten ja auch sofort alles ändern. Aber es sind immer so kleine Schritte. Man macht so nach und nach und Richtig. hat bei jedem ein Erfolgserlebnis und dann Richtig. bleibt man auch am Ball und ist nicht demotiviert, als wenn man jetzt sagt, ich möchte jetzt alles sofort morgen ändern und ich als Mama Genau, schaffe da machen das wir am alles. Ende gar nichts. Das schaffe ich gar nicht. Genau. Kleine Schritte, Babyschritte nach und nach Ja. und dann lernt man das Ganze auch. Also wie beim Laufen lernen. Man macht einen Schritt nach einem anderen. Am ersten Tag sind es zwei, dann sind es fünf. Und so geht es dann weiter. Und das ist dann auch die Motivation, am Ball zu bleiben. Aber wenn man dann schon mal im Genau. Supermarkt, in der Drogerie dann erkennt, nein, stopp, hier, ich gucke, dann ist das schon mal ein großes Learning für die Auf Mama. jeden Fall. Und das ist ja in der Ernährung genauso. Ne? Wenn ich schon mal Ja. ein Glas Wasser mehr am Tag trinke, ist das ein Schritt in die richtige Richtung, Ja. ohne dass ich jetzt meine ganzen Schränke da alles wegschmeißen muss. Genau. So Step by Step. Und das Ja. Bewusstsein erstmal erwecken, das finde ich so super wichtig. Und das machst du mit deinem Basiskurs bei der Ernährung. Das mache ich dann hoffentlich mit meinem Duftezeiten für Kids-Kurs. Und ja, bei mir sind schon die Hälfte an Plätzen vergeben. Wie viele Plätze gibt es bei dir? Bei mir gibt es 12 Plätze. Da sind noch ein paar frei. Also da kann man sich gerne noch bewerben drauf. Da freue ich mich. Ja. Das ist super. Und Jeanette stellt ihren Beta-Kurs-Link gleich hier in die Kommentare rein. Mache Ich mache ich. das auch. Und ihr habt hier eben auch nochmal die Übersicht, wo ihr euch alle über 100 Beta-Kurse angucken könnt aus diversen Bereichen. Also sie sind stark vergünstigt, bei uns beiden auf jeden Fall. Die sind kostenpflichtig, aber stark vergünstigt. Oder sogar kostenfreie Beta-Produkte haben wir auch dabei. Schaut da unbedingt rein. Und ich husche jetzt gleich zu Daniela Kock, Pädagogin ihres Zeichens und auch aus Hamburg. Da bin ich jetzt gleich eingeladen. Schön. Und ja, liebe Jeanette, ich danke dir ganz herzlich und wünsche dir ein super tolles Wochenende. Ich bin ein bisschen neidisch auf euren Pizzafreitag heute, muss ich sagen. Ich denke Aber an dich. ich nehme das als Idee dann hier auch schon mal mit auf. Wir haben nämlich tatsächlich diese Woche drüber gesprochen, mal wieder selber Pizza zu machen. Genau. Die kleinen Kinder können dann auch, naja gut, kleine Kinder bei dir, aber 8 Jahre, die können dann noch die italienische Flagge malen. Wir haben dann so. Also wirklich mit italienischer Musik, Ah, die italienische Flagge ach cool. gemalt und alles Mögliche. Da sind die Kinder Das ist mal eine beschäftigt. Idee. Oh ja. Ja, für Vielleicht nächstes noch. Wochenende ist das vielleicht was. Ja, weil dieses sind sie Genau. nicht da. Super. Also, ich wünsche dir und deinen Lieben ein ganz tolles Wochenende. Bleib gesund Ja, du. und wir sehen uns. Mach's gut. Danke für das schöne Interview mit dir. Ich wünsche dir auch ein schönes Wochenende und wir sehen uns wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.